Was machst denn du da? Wenn ihr erfolgreich werden wollt, dann braucht ihr erst einmal ein kaltes Bier. Aber nicht vor vier. Leute, ich will nie wieder Ausreden hören, ne? Was filmst denn du eigentlich? Ich mach einen Vlog. Du machst einen Vlog? Ja. So wird man erfolgreich. So wird man erfolgreich. Das ist der Titel des Vlogs. Bier macht erfolgreich. Ja. Prost. Ein Bier hat noch keinem was geschadet. Ganz ehrlich, Leute. Ich kann's verstehen, wenn ihr zur Arbeit müsst morgen, aber das sind alles nur Ausreden. Ich kann heute nicht trinken. Ich muss morgen zur Arbeit. Ausreden. Ausreden. Eben, wer arbeiten kann, kann auch trinken. Ja, eben. Ich bin Fahrer, ich muss... Hier nochmal der politisch korrekte Disclaimer. Alkohol ist ungesund für deinen Körper. Trink bitte kein Alkohol. Niemals nachmachen. Never ever Alkohol. Und nehmt nicht alles ernst. Nehmt nicht alles ernst. Genau, zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, nicht ernst nehmen. So, schauen wir die Sonne an. Die geht jetzt unter. Ganz schön hell. Ich sage euch jetzt mal eins. Das Ganze hier, diese Villa, die Sonne, alles Mögliche, das bringt dir alles nichts, wenn du es nicht mit irgendjemandem teilen kannst. Und deswegen mein Ratschlag an euch, das Bier wirkt schon, sucht euch gute Freunde, die hinter euch stehen, die für euch da sind, wenn ihr sie braucht, mit denen ihr Spaß haben könnt, bei denen ihr euch nicht verstellen müsst. Freunde sind sehr, sehr wichtig und auch wenn ihr irgendwie mal eine Partnerin oder einen Partner findet, vernachlässigt niemals eure Freunde, das ist extrem wichtig. Vernachlässigt niemals eure Freunde. Und Leute, auch wenn ihr es nicht glaubt, aber das ist wirklich das erste Bier und wir sind noch komplett nüchtern. Und wir haben die letzten paar Tage gar nichts getrunken. Also ich meine das ist ja ernst. Wir haben fast eine Woche nichts getrunken, richtig. Also wir haben mal ein Bier getrunken oder so, aber wir haben wirklich nicht viel getrunken. Wir haben allgemein hier noch nicht viel getrunken, also... Ja, eben, weil wir das einfach nicht oft machen und weil das einfach sehr ungesund ist für euren Körper und ihr solltet es niemals nachmachen. Nicht zu Hause nachmachen, nur aber ab und zu ist es ja trotzdem in Ordnung, mal was zu trinken. Hast du das Viech da schon gezeigt? Den Stock? Das ist kein Stock. Das ist ein Stock? Das ist eine Gottesanbeterin. Nein! Leute, guck mal, das ist ein Stock. Das ist doch offensichtlich hier ein Stock. Was denn für ein Stock? Das Viech hat sich vorher noch bewegt. So ein Stock. Das sieht man sofort, dass das ein Tier ist. Ist der andere Stock da hinten auch noch da? Klar ist er noch da, ein Stock kann ja nicht weglaufen. Ich frage mich, warum dem sein Bein abgekackt ist. Ja, guck mal, da sind hier noch Zweige, also das kann nur ein Stock sein. Wie ist der Titel des Videos? Ein kaltes Bier hat noch gar keinem was geschaut. Oder ich hab's nicht fokussiert, ich war im Flugzeugmodus. Oh, bin ich ja gleich. Aber du bist ja eigentlich Maschine, Flugzeug ist auch eine Maschine, von daher passt das ja. Wie war der Titel nochmal vom Vlog? Der Titel vom Vlog ist... Vom Vlog? Ein Bier hat noch... ich auch. Ein Bier hat noch keinem was geschaut. Okay, so machen wir das. Das wird der Titel. Wird er verächt. Ja, will ich hoffen. Boah, wieso machst du das weg? So wenig. Tutorial Lied. Man probiert jetzt einfach so. Allein im Auto reicht es nicht mal aus. Boah, dann ist der Engel im Weg. Das war gar nicht so. Ja, genau. Ich habe noch nichts gegessen heute. Das ist das immer nicht ein halbes Bier und die spüren Alkohol schon. Auf nüchternen Magen, ja. Check ich nicht. Ich bin noch nüchtern. Komm, der Adonis. Schau mal, ich habe mal eine Frage an dich. Leute fragen sich doch bestimmt, wenn du Milliardär werden willst, kannst du doch nicht Alkohol trinken, kannst du doch nicht dein Leben genießen und so weiter. Du musst doch hustlen.
Tja, Leute, wenn ihr die letzten Vlogs anschaut, dann merkt ihr, dass wir nicht sehr viel unternommen haben. Was daran liegt, dass wir sehr viel gehasselt haben. Wir haben sehr viel gehasselt, das zeige ich halt nicht, weil was will man hier zeigen? Also, ich kann mich ja nicht jedes Mal filmen, wie ich am Laptop sitze, da gibt es halt nicht viel zu zeigen. Wir arbeiten sehr viel dazu. Aber kann man als anstrebender Milliardär Alkohol trinken? Ich sag mal so, solange ihr nicht Millionär seid, überlegt euch gut, ob es Sinn macht zu trinken oder nicht. Okay. Das übertreibt es wirklich nicht. Generell Alkohol ist schlecht, ist klar. Also wer gar kein Alkohol trinkt, umso besser ist gut. Aber ja, dann sind wir wieder bei der Frage, worum geht es im Leben, was macht glücklich? Ich trinke gerne Alkohol ab und zu, aber man muss halt immer sehen, dass man es nicht übertreibt. Und man muss ja auch bedenken, wenn wir mal trinken und wirklich Rambazamba machen so, dann trinken wir 3, 4, maximal 5 Bier. Also das ist für uns schon sehr viel. Das muss man halt auch verstehen. Ne? Es gibt ja Leute, die trinken am Wochenende 10, 15 Bier so und never ever. Also 5 Bier, dann ist vorbei. Das zeigt ja schon, dass wir nicht so viel Alkohol trinken. Ja, wir halten das einfach nicht aus, so viel. Ja, 5 Bier ist schon echt nicht. Also sagst du, man kann ab und zu mal was trinken? Ja, kann man schon. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, an welchem Punkt man im Leben ist. Und wenn es noch ganz am Anfang steht und noch keinen Erfolg hatte, dann würde ich sagen, scheiß auf alles, scheiß auf Trinken, vor allem scheiß auf die Freunde, die mit dir nur trinken gehen. Das, also die muss man wirklich vernachlässigen eigentlich. Man muss sich auf sich konzentrieren und einfach arbeiten. Und je erfolgreicher man wird, desto mehr hat man sich Spaß und verdient, dass man sagen kann, hey, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen feiern und trinken. Oh Leute, mein Bier ist leer. Wie schaut es bei dir aus, Leon? Boah! Du bist so fett! Alter! Das kriegst du zurück, Alter! Alter! Alter, Leute! Ey, manchmal muss man einfach in das kalte Wasser springen, ne? Junge, ich hatte meine Uhr noch dran. Wo ist doch, das ist doch Schweizer Uhr, die ich spare. Alter, Junge! Wollen wir sofort gehen? Ey, wir gehen jetzt gleich weg. Der Leon ist auf jeden Fall fertig, oder? Sind fertig, Leute. Let's go, Party. Junge, mein Bier, Alter. Das Wasser drin jetzt. Boah, das ist Salzwasser, ne? Kann ich nicht mehr trinken. Du musst da neu aufmachen. Scheiße, Alter. Kamera aus. Boah Leute, zieht euch mal diesen Sonnenuntergang rein, beziehungsweise die Sonne ist schon untergegangen. Das sieht so episch aus, Alter, hier mit dem Pool noch, einfach nur geil.